Soderle, und nachdem ich euch das Ende dieser rassistischen Aussage von diesem Russen da erspart habe, geht es jetzt weiter, liebe Freunde, mit einer Stadtverteidigung. Die Schlacht wird unsere Differenzen klären. Wir werden einfach Hauptmann Kurtisa besiegen. Trust Gina. Die lassen wir einfach angreifen. Ich respektiere nur Stärke. Also wir probieren doch nicht, uns zu befreien. Ich glaube, das hat da keinen Wert. Hab sehr Angst um Kiew, muss ich sagen. Sehr, sehr Angst um Kiew. Wie lange wir das halten können, ist fraglich. So, der Frauense, der attackiert jetzt mal hier den Hauptmann Jakob. Der Feind ist besiegt. Wir sind die jetzt auch hier die Stadt. Ja, mein Herr. Die nehmen wir dann nächste Runde ein. Ja, ist mir egal, wie unsere Verhältnisse zueinander sind, denn die haben ja den Krieg angefangen, nicht wir. So, wenn wir die Bombarde. Auch der ist nicht so arg mega weit fortgebildet. Um dies ist nicht so ganz schade. Attackieren den Feind! So, hier haben sie jetzt natürlich Unterstützung geholt. Ja, die wird hier auch nichts ausrichten. Budapest gehört uns. Siedlung besetzen. So sieht also eine ostische riesige Kathedrale aus. Interessant durchaus. Ach ja, Mensch, und hier können wir ein paar Söldner aufmotzen, das ist doch schon mal was. So, damit gehört auch Budapest uns. Unsere Osterweiterung geht gerade im Süden relativ schnell. Anselm Sandy kann jetzt theoretisch angreifen und das macht er auch. So, den Macho hat er platt gemacht. Ah, hat es fair gemacht, hat das Lösegeld angeboten. Ehrenhafter Sieg war unseres Volkes würdig. Ach doch, hier kommen den heiligen Johannes. Und ein paar Johanniter sind doch immer ganz schön. Jetzt können wir auch Palermo ummünzen. Brauchen wir jetzt nicht mehr als Festung, um den Feldzug in Afrika zu sichern. Ihr hasst mich, aber ihr könnt mich nicht besiegen. Mein König! Ja, ja. Diese Aussage geht, glaube ich, in die Kategorie Famous Last Words. Der Feind liegt besiegt am Boden! Wir waren siegreich! Natürlich! Mein König! Ah! Nope. So. Lang lebe der König! Vorwärts! Ich suche den ehrlichen Kampf, mein Feind. Wir wünschen euch den Tod, Heide! Eure Befehle? Mein König! Männer, marschiert! Mein König! Eure Befehle? Natürlich! Attackiere den Feind, edler Herr! Nope. So, die hat's zerlegt. Für unseren König! Männer, marschiert! Vorwärts! Die Fortbildung für die netten Herren, die das hier gerade geleistet haben. Noch in Florenz ein bisschen Fortbildung. Reden ist Silber, kämpfen ist Gold. Da muss ich dem Herren ausnahmsweise mal zustimmen. Ja, Herr. Greifen den Feind an! Lang lebe der König! Oh. So, das war dann auch das Ende dieser, Leute. So, jetzt werde ich schon wieder angerufen, sorry. Ja. Das ist für Windows, ja. Wie viel kostet das? Force Unleashed 2.
So, Geschenk gefunden. Geilo. Eieiei. Buttonstress hier. So, Beziehungen zu Sizilien aus irgendwelchen Gründen schlechter geworden. Ist aber auch egal, denn Sizilien, liebe Freunde, ha, gibt's gar nicht mehr. Wohin geht es? So schnell kann's ja gehen. Und schon ist Sizilien Vergangenheit. Im Gegensatz zu Anselm Sandy. Ich glaube, der hat noch so einiges vor sich. Wir werden dann auch hier gar nicht groß aufrüsten, glaube ich. Wir haben ja kaum Leute verloren. Sondern werden direkt weiter marschieren. Hier. Ach, Papststaatenfestung. Und irgendwie konnte man doch Wildnis, Region Algier. Geringe Fruchtbarkeit. Ach ja, ja. Die Farbe heißt dann wahrscheinlich, dass es den Papststaaten gehört. Ach ja, genau, da ist auch, da rechts ist das Wappen. Gut, 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 gut. Nordafrika ist in christlichen Händen. Dann werden wir uns jetzt wahrscheinlich hier lang eher orientieren. Als weiter ins Landesinnere, weil, ganz ehrlich, da muss man so arschweit marschieren. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten, ne? Mein König! Mein König! Machen wir ebenfalls weiter mit der Entmilitarisierung. Machen die ganze Sache hier eher zu einem zivilen Ort. So. Wir können so dann auch ein bisschen weiter einsparen. Das muss man ja auch immer im Auge behalten. Hier ist die historische Festung Valencia. Die nur deshalb eine Festung bleibt, weil sie so wichtig war für uns. Ja! Ach, es ja? ist immer noch diese Runde. Crazy! Speichere ich gerade mal. Spiel speichern. Leonski. Ja, mein König. Opa Leonski-Style. So, Stockholm läuft auch. Gut, ab und zu gucke ich mal so random in Städte, ob es läuft. Ich freue mich auf den Kampf. Hauptmann Radoslav sollte eigentlich langsam mal angreifen. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen in dieser Runde. Und wenn wir Pech haben, wird auch Kiew gleich belagert. Ah, die Franzosen. Die Familie hat sich aber von den Franzosen anscheinend wieder erholt und hat sich ungehindert weiterentwickelt. Und, jetzt haben sie zwei Städte, aber eine riesige Adelsfamilie. Ah, jetzt greifen die Russen tatsächlich an. In einem Nachtangriff. Müssen also verzichten. Wir müssen also verzichten auf diese zwei Bogenschützen. So, Hauptmann, der hat Belagerungsausrüstung. Der Mikael hat keine. Das bedeutet, der Mikael kann uns am Poppes vorbeigehen. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist auch der Hauptangreifer der Hauptmann. Und ich sag euch mal, ich lehne mich mal einfach so weit aus dem Fenster zu sagen, was von Mongolen nicht erobert werden kann. Das kann von Russen erst recht nicht erobert werden. Die Russen ja eine, die Mongolen ja eine der wenigen Nationen, die es mal geschafft haben, Moskau einzunehmen. Und vor allem dann auch zu halten. Das ist ja alles andere als leicht. Die haben es gemacht, liebe Freunde. Jetzt fragt euch mal, was ihr erreicht habt in eurem Leben. Tja. Ist frustrierend, oder? Langbogenschützen. Traumhaft. Aber was haben die noch so? Belagerungsturm? Ah, der wird unter Umständen vielleicht schon zerstört. Bevor er überhaupt ins Spiel kommt. Das wird sich zeigen. Auch die hier sind sehr, sehr gut platziert. Das hier... Ich glaube, wir werden keine regulären Soldaten zusätzlich auf die Palisaden schicken. Dafür sind die gegnerischen Einheiten nicht furchteinflößend genug. Nimm's mir bitte nicht übel, aber so ernst kann ich die dann nicht nehmen. So, die Kalverien kommen hier hin. Brauche man nicht. Die sind eher Angriffswaffen. Beziehungsweise Feldschlachtwaffen. Eher nicht so gut geeignet für ihr Schlachten wie diese. So, und dann stehen wir hier natürlich auch noch mit einem Mörser.
der natürlich frei schießen kann. Das gleiche gilt für diesen Mörser. Auch der darf frei schießen. Mörser-Team eingerichtet. So, dann kommen hier englische Ritter. Englische Ritter. Ah ne, gepanzerte Schwertkämpfer sind das, glaube ich. Das sind gar keine englischen Ritter. Was sag ich denn da? Stelle ich die hier einfach mal dahin. So, was ja auch ziemlich gut kommt, ist nicht die Hauptarmee, aber einfach eine kleine Einheit direkt reinstellen. Einfach damit sie nicht direkt durchkommen. Halten sich dann erstmal sehr, sehr aufwendig daran auf. So, die beiden bleiben als Verstärkung ebenfalls hier. Die Einheit Panzerritter kommt als letzte Sicherheitskraft. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Aber falls doch, bleiben die da. Team Sicherheit. Und die hier bleiben als mögliche Reinstürmer sozusagen auf jeden Fall erhalten. So, genau, so in etwa. Schlacht starten. Und da wird der Rambock auch schon direkt beschossen. Natürlich hier die Brandpfeile aktiviert. Und da wird die Luft natürlich dünne für die abgesessenen Boja-Söhne. Gerade wenn jetzt mal diese Kanonen treffen würden, wäre das ziemlich heftig. Huch, ah gut, zur Sicherheit kann man die nochmal stehen haben. Und damit hat es dann auch den Rambock schon zerlegt. Damit gibt es nur noch zwei Chancen für sie reinzukommen. Keine davon beinhaltet mehr die das Tor. Daraus kann man durchaus schließen, dass das Ende für sie jetzt schon sehr, sehr nahe ist, denn Städte nicht über die Mauern einzunehmen, ist sehr, sehr schwierig. Beziehungsweise nicht über das Tor halt. Also über die Mauern ist es sehr, sehr aufwendig. Auf jeden Fall. Auch die russischen Speerträger da müssen schon ordentlich einstecken. Waren, glaube ich, mal voll besetzt ganz am Anfang. Haben bisher Glück, dass die Mörser nicht so richtig treffen. Deren Angriffe werden jetzt auch erstmal eingestellt. Gegen hier natürlich die Attacke mehr als nur erwünscht ist. Die Speerträger sind jetzt schon schwankend, bevor sie überhaupt richtig in die Schlacht eintreten. Und deswegen können wir eigentlich davon ausgehen, dass unsere, ja, übrigens auch sehr, sehr starken gepanzerten Schwertkämpfer, ne, die da relativ einfach besiegen werden. Und der Belagerungsturm ist auch schon fast kaputt. Die Speerträger müssen so einiges einstecken. Ja, noch mit einem Haufen Glück behaftet, dass da noch nicht die 100% durch sind. Oh, getroffen. Der feindliche Belagerungsturm ist total zerstört. So, damit sind unsere Gegner praktisch besiegt. Jegliche Angriffschancen gehören der Vergangenheit an. Die meisten fliehen sogar schon, bevor sie auf die Leitern können. Jetzt haben sich hier die Leitern geschnappt und hauen wieder ab. Unsere Belagerungsmaschinen liegen brach. Wir müssen sie wieder bemannen.
Wir haben überhaupt gar keine Belagerungsmaschinen. Wovon redest du, du kleiner Kiffer? Huch. Mensch, nur eine Leiter geht sogar, ne? Die anderen liegen alle am Boden. So, jetzt stehen sie da natürlich, ne? Unsere Gegner. Das Kaninchen vor der Schlange. Lass mal einfach mal die Zeit laufen. Ich glaube, allzu viel wird hier nicht mehr kommen, aber wir können ja nicht einfach beenden. Ja, wirken nicht so richtig angriffswillig. Was ich mich jetzt frage, nur mal angenommen. Ne? Nur mal so ganz theoretisch. Können wir sie doch an sich weiter befeuern, oder? Wäre doch eigentlich ganz geil. Oh ja, das hat auf jeden Fall was für sich. Können wir die Restzeit noch richtig nutzen? Da sieht man sogar die Duschschiene. Wagen sich jetzt sogar raus. Ja, das hat schon... hat schon eine gewisse Effektivität, kann man nicht anders sagen. Trifft man doch einige Gegner. Hier förmlich danach, unsere Sachen wieder zu zerstören. Die können eigentlich nur froh sein, dass die Kalverien noch nicht da sind. Haben es die Köppe da tatsächlich geschafft, gegen ihren eigenen Belagerungsturm zu rennen? Ja, zumindest die erste Angriffsarmee ist eigentlich so gut wie besiegt.
Arrest Druschina. Könnten gefährlich werden. Greifen hier heftig an. Auf jeden Fall. So. Siegt. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, zerschmettern wir den Feind. Druschina hier zerschellen an unseren gepanzerten Schwertkämpfern, mehr oder weniger. Ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster zu sagen, dass wir die eine Armee hier schon noch platt kriegen. Rein. Er hat seinen Dienst getan, sozusagen. Jetzt reicht's ihm. Jetzt aber. Mann. Jetzt wollen wir es nochmal wissen. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Kämpf wacker! Und brecht den Kampfgeist seiner Armee. Da ist da was jetzt. Ziehen wir uns einfach mit ihm hier geschlossen zurück. Vernichten die restlichen Einheiten. Der feindliche General, dieser Feigling, flieht! Unsere eigenen Türme haben uns, glaube ich, bisher am meisten Schaden gemacht. Die Männer werden angegriffen. Wir müssen sofort handeln. Seht! Wie feige der Feind da vorne. Zeit, den Angriff voranzutreiben. Diese Schlacht sieht sehr gut für uns aus. Wenn wir aufrecht und standhaft bleiben, ist der Sieg unser. So, die Hauptangriffsarmee. Sozusagen. Haben wir zerstört. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, die feindliche Armee, die andere ist auch nicht schlecht. Die besiegen wir auch nicht mehr. Da geht's denn noch? An. Lass mal den Rest einfach ablaufen. Ach, ja, aber Schluck Selters, ne? Thank you.
Ja, die haben wir gerade schon ziemlich zerrissen. Zuerst systematisch die Belagerungswaffen zerstört. Und dann, dann einfach mit der Artillerie draufgefeuert auf ihre Einheiten. Ich habe gerade ein paar Erdnüsschen. Bis da gar nichts mehr ging. Und damit haben wir sie dann, denke ich, auch besiegt. Die Piazza halten mir aber sowas von. Die englischen Fahnen wehen. Die Piazza ist unser, der Feind hat keine Chance. Dank dem Allmächtigen. Der Tag ist vorbei und der Sieg klar der unsrige. Sehen 94 Männer verloren. Die Gegner haben hingegen nur 89 getötet. Also sehr viele Casualties bei unseren eigenen Artillerie-Strikes. Aber ich denke, das war trotzdem eine gute Schlacht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.